Wenn ich in den letzten Jahren an dieser Stelle in diesem Magazin zusammen mit Matthias Binder gesessen war, dann ging es meistens darum zu erläutern, warum es bei den Adlern nicht läuft. Umso mehr freuen wir uns, dass wir dieses Jahr Matthias erklären können, wie schön die Lage momentan bei den Adlern ist. Ein Viertel der Saison ist gespielt, Matthias. Die Adler sind in der Tabellenspitze. Wir alle haben die letzten Jahre gelitten. Wie schön ist es denn für dich ganz persönlich, in diesem Jahr diese Erfolge zu sehen und vor allem dieser Mannschaft zuzuschauen? Ja, ist toll, allein hier mal zu sitzen, nicht erklären zu müssen, warum die letzten Wochen so schlecht liefen oder so liefen, wie sie gelaufen sind, ist mal eine ganz andere Rahmenbedingung. Und das genießen wir alle im Moment im Club und deswegen freue ich mich auf unser Gespräch. Ja, wir haben in den letzten Jahren, Matthias, wie eben angedeutet, versucht zu erklären, warum es nicht läuft, warum man hinter den Erwartungen hinterherhinkt, warum man so weit davon entfernt ist von dem, was man eigentlich von dieser Mannschaft erwartet hat. Wieso läuft es dieses Jahr jetzt nun ausgerechnet so gut? Ich antworte jetzt mal einfach, weil die Mannschaft genau im Trainerteam das umsetzt, was wir gedacht haben, dass sie umsetzt, dass sie füreinander einsteht, dass sie rennt, dass sie kämpft, dass sie tolles Eishockey spielt. Wir neigen im Sport immer dazu, in Situationen, wo es schlecht läuft, versuchen wir zu erklären, auch durch den medialen Druck. Und wenn die Verantwortlichen, wenn man sich dann dabei ertappt, dann kommt man irgendwann, wenn es nicht gut läuft, in die Situation, wo die Verantwortlichen dann mit den Schultern zucken und auch nicht weiter wissen. Deswegen sollten wir auch im Umkehrfall nicht versuchen, jetzt plötzlich alles zu erklären und zu sagen, ja, weil wir das und das gemacht haben. Weil das würde ja implizieren, dass wir das in der Vergangenheit nicht gemacht haben. Nein, Sport ist ein so sensibles Gebilde, auch gerade die Mannschaft mit dem Trainerstab. Das ist von so vielen Kleinigkeiten abhängig, wo es dann plötzlich das Pendel in die eine Richtung schlägt und überhaupt nicht läuft. Und zum großen Glück diese Saison ist der Pendel genau auf die andere Seite, was wir uns natürlich gewünscht haben, ausgeschlagen. Und es läuft einfach alles. Deswegen sollten wir in der Phase einfach das genießen und aber nicht versuchen, deswegen, weil wir das und das und das gemacht haben. Die Verantwortlichen haben auch in den Zeiten, wo wenig zusammenlief, nach bestem Wissen und Gewissen eine Mannschaft zusammengestellt, wie sie das dieses Jahr auch getan hat. Und wir sind froh, dass es jetzt wieder klappt. Trotzdem darf ich natürlich nachfragen, denn wir fragen natürlich die Trainer auch, wir fragen die Spieler. Und man kommt immer wieder zum gleichen Schluss, immer wieder gibt es die gleichen Antworten. Wir haben endlich eine Mannschaft mit starken Charakteren, das eine richtige Mannschaft ist, wo Harmonie drin ist. Man hat im Sommer vernünftig ausgewählt, hat sich Spieler 4-5 Mal angeschaut. Das ist vielleicht der ganz große Schlüssel zum bisherigen Erfolg. Ja, aber auch nochmal da meine Antwort. Letztendlich, ob es dann klappt oder nicht, das ist von so vielen Kleinigkeiten abhängig. Ich darf nur daran erinnern, wir haben in Hamburg begonnen die Saison, haben das Spiel verloren, hatten die klare erste Torschuss von Christoph Ullmann an Pfosten, haben aber das Spiel verloren, haben im ersten Drittel zu Hause gegen Berlin 2-0 zurückgelegen, haben dann ein phänomenales zweites Drittel gespielt. Wenn, sage ich nur, dieses Spiel auch verloren geht, dann entsteht von Anfang an ein ganz anderer Druck und keiner weiß, ob sich die Dinge genauso entwickeln, wie sie sich jetzt entwickelt haben. Trotzdem, auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, dass wir eine sehr gefestigte Mannschaft haben, dass wir wieder tolle Charaktere in der Mannschaft haben und deswegen sage ich ja, das ist ein Unterschied zu den Jahren zuvor. Es geht nicht nach dem Motto, ich habe keinen Fehler gemacht, das war mein Nebenmann, sondern oh, da ist ein Fehler passiert, ich muss gucken, dass ich da hinkomme und mich in den Schuss reinwerfe. Und das sieht man auch und deswegen denke ich, sind wir zu Recht im Moment die beste Mannschaft in der DL. Ich habe mit Thiel auch darüber gesprochen vor wenigen Wochen. Thiel hat gesagt, naja, wir werden auch noch irgendwann einmal ein Nuller-Wochenende erleben. Aber er glaubt nicht, dass sich die Mannschaft, selbst wenn das der Fall ist, man kann es sich ja momentan nicht vorstellen, selbst dann glaubt er nicht, dass sich die Mannschaft aus der Bahn werfen lässt. Ich kann dem folgen, du auch? Also das glaube ich auch. Es wird bei uns auch mal nach einem Nuller-Wochenende, was zweifellos kommen wird, ich hoffe es nicht, aber es wäre eigentlich untypisch, wenn es nicht kommt, dass sich die Mannschaft irgendwie auflöst oder zerstreut. Ich denke, die stehen weiterhin zusammen. Und das hat man diese Saison von Anfang an schon in der Vorbereitung, wo sie sich die ersten Wochen getroffen haben, gemerkt, dass da eine Harmonie entsteht und dass der eine für den anderen einsteht. Man kann es ein Stück weit, glaube ich, auch auf den Rängen mittlerweile auch nachvollziehen, dieser Wechsel hin zum Positiven. Nicht unbedingt an den bisherigen Zuschauerzahlen, aber das, was die Mannschaft da unten seit, überträgt sich nach oben und auch umgekehrt. Auch eine Symbiose, die wir eine Weile nicht mehr hatten. Ist das auch vielleicht das, was du so feststellst? Ja klar, wir haben ja jahrelang gesagt, der Funke muss vom Eis überspringen. Und ich denke, das tut er diese Saison vom ersten Spiel an. Ich darf erinnern, wir haben jetzt 7 Heimspiele hintereinander verloren. Ich muss arg weit zurückdenken, wo das letzte Mal gewonnen. Gewonnen. Und beeindruckend zum Teil die Spiele gewonnen, nach Rücklagen wieder zurückgekommen.
ein ganz verrücktes Spiel gegen Düsseldorf gemacht. Also das hat man Jahre nicht mehr gesehen. Und natürlich, das hat ja auch der Kunde verdient, dass er in Mannheim endlich wieder diese Begeisterung in der Halle spürt. Und die Zuschauerzahlen, ja, die sind hinter unseren Erwartungen zurück. Aber ich betone es auch an der Stelle nochmal. Wir haben absolut aufgehört, mit Aktionskarten die Arena zu füllen, aus verschiedensten Gründen. Wir sind einen Schritt auch im Sommer zurückgegangen im Club. Wir haben uns, sage ich mal, etwas konsolidiert, so würde ich das nennen. Ob das festzustellen ist am Mannschaftsetat, den wir 600.000 Euro runtergefahren haben, oder ob das in unserer Marketingkampagne war, die vergangenen Jahre immer ausgelegt war, irgendwie auf ein sportliches Ziel und gleichzeitig wieder den Druck erhöht hat. Und wir sind dann irgendwann in der Sackgasse gelandet, wo wir nicht mehr zurückkamen. So haben wir dieses Jahr gesagt, nein, wir gehen mal zwei Schritte zurück, machen eine Kampagne, um unseren Club, unsere Fans, alle wieder hinter unsere Clubfarben zu versammeln. Und ich denke, das war in Summe der richtige Weg, einfach mal zwei Schritte zurück oder um wieder nach vorne starten zu können. Ich glaube, zumindest zeichnet sich das ab, dass die Zuschauerzahlen auch wieder größer werden. Wir haben es jetzt wieder erlebt, da waren es schon deutlich über 9.000 drüber. Ich glaube, so langsam spricht sich das, was du eben auch gesagt hast, wie die Mannschaft auftritt, welche Art von Spiele man zu sehen kriegt, dass der Unterhaltungsfaktor wieder größer ist, wenn man Eishockey in Mannheim schaut, dass sich das irgendwann auf die Zahlen niederschlägt. Bin ich zu optimistisch? Nein, man sieht ja, dass die Zuschauer jetzt auch wieder ins Stadion kommen. Man darf natürlich nicht den September hernehmen, der generell ein schwacher Monat ist. Aber die absoluten Zuschauerzahlen sind ja nicht alles. Sondern wir haben mittlerweile, sage ich mal, bei geringerem Zuschaueranspruch in der Halle, haben wir trotzdem die gleichen Einnahmen im Haus. Und das ist ja für jemanden, für mich, auch wichtig zu sehen, einzig und allein aus der Tatsache, dass keine Karten mehr irgendwo im Umlauf sind, dass man kurz vorher irgendwo Karten kriegen kann, sondern der Kunde merkt auch wieder, aha, es wird toller Sport geboten und ich muss mich um eine Karte bemühen. Es legt mir keiner mehr irgendwo eine über ein Gewinnspiel oder sonst wo auf den Tisch. Blicken wir auf die Liga insgesamt, Matthias, denn du vertrittst ja auch sehr, sehr häufig bei Sitzungen die Mannheimer Adler innerhalb der deutschen Eishockey-Liga. Es gab ein Aufregerthema im Sommer, da muss man sicher drüber reden, das ist dieser Kooperationsvertrag zwischen den Zweitligisten und der DEL. Thema, wir müssen es ansprechen, Matthias, gerade aus dem eben genannten Grund. Es kam nicht zu einem Kooperationsvertrag, das hat natürlich Folgen, was die Förderlizenzen angeht, vornehmlich Mannheim davon betroffen. Ist da das letzte Wort gesprochen? Ja gut, es kam schon zu einem Kooperationsvertrag zwischen DL und DEB, ja, was ja mal das Allerwichtigste ist, nicht, um nicht unter diesen wilden Liga-Floskeln zu laufen. Was natürlich absolut nach wie vor in meinen Augen eine Katastrophe ist, ist diese Förderlizenzregelung. Das fängt schon einen Schritt früher an, indem man die U25-Regelung abgeschaut. Da kann man drüber denken, wie man will. Ich denke, es ist ein absoluter Rückschritt für die Nachwuchsförderung. Das hat sich ja die letzten Jahre ausgezahlt, dieses Prinzip, nicht zuletzt durch die Erfolge der Nationalmannschaft, wo viele junge Spieler dann Fuß gefasst haben. Also ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, dass man den Jugendlichen Spielberechtigungen entzieht bei Zweitligisten oder jetzt habe ich gehört, es soll sogar noch weiter gehen. Also es bringt überhaupt nichts, wenn Verbände, DEB, ESBG einen Krach austragen, der zulasten des Eishockey-Nachwuchs geht und so sehe ich es. Und das muss schleunigst abgestellt werden, da müssen wieder klare Spielregeln her. Im Moment ist es so, dass man jede Woche eine andere Parole hört. Es wird eher noch strenger, sogar die Oberliga soll es nicht mehr möglich sein. Ich halte es für einen absoluten Quatsch. Wir müssen schauen, dass wir wie in den letzten Jahren junge, gute deutsche Eishockeyspieler aufs Eis bringen und zum Spielen bringen. Deine Meinung oder die der Mannheimer Adler stellvertretend durch dich ist ein Stück weit dann konträr zu dem, was der eine oder andere Club sagt, gesagt hat, vielleicht auch denkt, vielleicht auch was den Zweitligisten angeht, der wiederum eine ganz andere Gefühlswelt hat. Kriegt man das alles irgendwann einmal unter einen Hut, auch die DEL, dass sie mit einer Stimme spricht? Ja, ich hoffe, dass man es unter einen Hut bringt, aber das ist nicht so einfach. Ich meine, wenn man Mails rumschickt und ein bisschen argumentiert, wundert man sich, dass dann plötzlich fast alle Clubs dazu stimmen und dann bei einer Abstimmung kommt plötzlich was anderes raus. Also was da dazwischen liegt, ist mir manchmal unergründlich. Die Zuschauerzahlen insgesamt der DEL sind ein bisschen gesunken. Einige Vereine haben Probleme gehabt im September. Bislang war das Eishockey hinter Fußball die Nummer zwei, was die Zuschauerzahlen angeht. Wird angegangen vom Handball auf gleicher Ebene. Werden wir da irgendwann, Matthias, vielleicht mal ein Stück weit auch raustreten können aus dem großen Schatten des Fußballs, was wahrscheinlich schwierig ist ohne regelmäßige TV-Präsenz
bei den Öffentlich-Rechtlichen, da stoßt man ja immer wieder an Grenzen, oder? Also das denke ich nicht. Also darf man sich auch nichts vormachen. In Deutschland kommt nach Fußball, Erstliga, Zweitliga, Drittliga, kommt erstmal lange gar nichts. Das ist unser mediales Umfeld, ist aber auch so angelegt auf diese Monokultur mittlerweile. Wir sind ja froh, dass es Sender gibt wie euch, die, sage ich mal, regional über uns berichten. Aber der ganze andere Mannschaftssport wird mehr und mehr zur Seite gedrängt und das ist eigentlich schade. Und ich denke, gerade die Öffentlich-Rechtlichen kommen ihrem Anspruch da in keinster Weise gerecht, indem sie nicht mal Ergebnistafeln ins Bild halten. Und ich denke, da sollten wir noch mal rangehen, dass sich da in Zukunft was tut. Sprechen wir mal wieder über die Adler. Das ist sicherlich das spannendere und erfreulichere Thema, das wir momentan haben. Ihr habt das vorhin angedeutet, uns allen macht es mehr Spaß, zu den Spielen zu gehen. Ich beobachte euch ja auch, wenn du mit Daniel Hopp zusammensitzt, dem Markus Cool, wenn er dabei ist. Man sieht strahlende Gesichter, man sieht beim Training strahlende Gesichter. Wie gut tut das nach all den Jahren? Dir persönlich auch, Matthias. Du warst ja auch immer einer, der auch ganz öffentlich sich hingestellt hat und hat auch die Fehler angeprangert und das sehr offen getan. Ja, klar tut es gut. Ich möchte bei der Aufzählung Till Fowler nicht vergessen. Ja, klar, der sitzt natürlich, bei uns natürlich auch. Und wir alle freuen uns, weil wir sind alle mit Herz und Seele sind wir diesem Sport verfallen seit der Jugend und wir wollen eigentlich genau das, was im Moment in der Halle abläuft. Und das ist einfach die Sehnsucht von jedem, der Eishockey gern hat. Und deswegen freuen wir uns zurzeit auf jedes Heimspiel. Das gab auch mal Zeiten, da haben wir Angst vor jedem Heimspiel gehabt. Und deswegen genießen wir im Moment einfach die Situation und hoffen, dass die Saison so weitergeht, wie sie bisher angefangen hat. Uns geht es ja genauso. Wir sitzen ja genauso oft da an. Wir müssen auch zum Training noch kommen, wo ihr vielleicht manchmal gar nicht seid. Und wir haben ja auch die Gesichter gesehen der letzten Jahre, die keine Lust auf uns Medienleute hatten, weil sie ja auch gewusst haben, da kommen dämliche Fragen. Manchmal hat man sich ein bisschen verwundert die Augen nach 13 Spielen bislang und sagt, ist das alles ein Traum, was da jetzt gerade passiert nach den letzten Jahren. Es muss doch irgendwann aufhören. Da muss doch mal irgendwo ein Punkt kommen, wo es vielleicht andersrum geht wieder, dass man ein paar Spiele verliert. Ist das vielleicht auch eine normale Reaktion? Ich höre das ja auch immer von Fans. Man traut dem Brat noch nicht ganz. Man will, dass das so weiterläuft, aber man traut ihm noch nicht ganz. Ach, das glaube ich nicht. Ich denke, dass das einfach jetzt wieder der Umkehrschwung ist von den vergangenen Jahren, wo man wirklich sagt, okay, vielleicht hat der eine oder andere gedacht, okay, aber bei dem Heimspiel jetzt wird es eng, aber gerade die letzten Heimspiele, das war natürlich auch Konstellationen, da kann man so oft wie man will sagen, ja, da sind wir einfach in der Favoritenrolle allein von der Tabelle, auch wenn die noch jung ist gewesen und die haben wir eigentlich Düsseldorf nicht souverän, aber wir haben es irgendwie gemacht und gegen Nürnberg war das ein Arbeitssieg, aber das gehört dazu. Solche Spiele hätten wir letztes Jahr, wo es dann eng wurde oder wo es dann kurz vor Schluss nochmal Ausgleich war, haben wir nicht kein Tor mehr nachlegen können und das können wir im Moment einfach. Ich kann da an die Saison 6-7 einfach erinnern, da haben wir einfach immer ein Tor mehr geschossen als der Gegner. Und im Moment scheint es, dass wir wieder eine Truppe zusammen haben, die mehr als ein, zwei Gänge hat, die einfach nochmal hochschalten kann, wenn es eng wird. Und das macht einfach absolut Spaß zuzuschauen. Dann hoffen wir, dass der Spaß uns erhalten bleibt. Schön, dass wir mal zusammensitzen konnten mit vielen Erfolgen hinter uns im Rücken und nicht über die Fehler diskutieren mussten. Vielen Dank, Matthias Binder. Soweit also der Geschäftsführer der Mannheimer Adler, Matthias Binder und soweit auch RNF Powerplay für diese Woche.